Moin, moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und wir spielen weiter. Nach der Schlacht von Cold Harbor sind wir jetzt bei Fort Stevens, oder Stevens. 4. Juni 1864, während die meisten unserer Streitkräfte in der Nähe von Richmond gegen Lee kämpfen, nähert sich ein konföderiertes Korps unter dem Kommando von General Jubal Early Washington. Okay. Early ist durch das, ja, irgendein Tal bei Maryland gezogen und rückt nach Norden her auf Washington vor. Die einzige Verteidigungsbarriere ist Fort Stevens. Und die dort zum Schutz unserer Hauptstadt stationierte Besatzung. Washingtons Besatzung besteht hauptsächlich aus kampfunerfahrenen Truppen, nicht fertig ausgebildete Milizen und abgekämpften Veteranen. Sie kann erstklassige konfigurierte Truppen nicht aufhalten. Sie müssen dringend ein Korps entsenden, um Washington zu verteidigen. Okay. Auch daran kann ich mich erinnern. Und wir mussten damals jede Bastion hier quasi einzeln aufbringen. Ich habe nur einen Korb. Ich habe jetzt ein, ich glaube, ich nehme das hier, aber ich weiß nicht, wie groß die Schäden bei beiden sind. Sind da Plänkler-Einheiten drin? Ach, was sage ich denn? Hier ist das. Mensch, das ist das dritte Korb. Wir wollen ja das zweite. Nein, das zweite wollen wir haben. Ich weiß aber nicht, weil Kanonen zur Verteidigung ganz gut sind, ich weiß aber nicht, wie hoch der, ja, wie viele Leute gestorben sind, das weiß ich nicht. Machen wir einfach mal. Zweite Korb. So, General, die Lage ist düster. Die konföderierte Armee rückt von Norden auf Washington vor. Die Schweine. Das einzige Hindernis zwischen den Rebellen und unsere Hauptstadt ist Fort Stevens. Die ausgedehnte Verteidigungslinie zwischen den Rock Creek ja und irgend ja bis dahin. Das geht echt. Ist lang. Wir verfügen über eine starke Verteidigung, aber es fehlt uns an Männern. Da die meisten unserer Truppen im Süden unterwegs sind. Es ist keine Zeit, auf die Ankunft Ihres kompletten Korps zu warten. Rücken Sie jede Brigade im Laufschritt vor, sobald sie ankommt, um die Befestigung zu verstärken. Sonst fallen wir. Ja. Ich kriege erstmal nur 4. Okay. Das sind die 4 besten, die ich habe? Glaube ich nicht. Muss ich mal gleich gucken. Ja, die vorderste Front muss halten. Sag mal, Start Battle und machen gleich Pause und ich habe gerade keinen Ton. Da können wir auch Einheiten hinschicken. Natürlich doof. Warte mal, wir machen es andersrum. Du rennst dahin. So, einer von euch Kameraden. Laufschritt dahin. So, du brauchst nicht laufen. Ihr seid schon bemannt. Eine Einheit fehlt aber. 300, das ist ein Witz. Ach, Manno. Das ist doch alles Kacke. Laufschritt. Hierhin. Pack ihn erstmal rein, aber es haut mich nicht so um. So, ihr beide, weil die Linie sehr lang ist, ziehe ich euch auch erstmal dahin. Und dahin. Ich hoffe, sie kommen da nicht rechts von der Seite. Munitionswagen ziehen wir ins Zentrum. Sherman.
ins Zentrum und habe ich den einen nicht einen Befehl gegeben? Ah ja, der andere, ich habe den anderen erstmal rein bewegt. Ach, Mann, 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 Mann. Kavallerie erstmal in Deckung. Was haben wir denn da hinten? Das ist alles offen hier. Kavallerie hätte ich gerne nochmal in so einer Position, wo ich alles überblicken kann irgendwie. Den Supply-Wagen holen wir da mal weg. Oder wir stellen doch dahinter. Wo mir gerade auffällt, hier fehlt uns fehlen Truppen drin. Starke Truppen, finde ich. Die erste Verstärkung wird das Fort, glaube ich, verbessern. Ich weiß noch nicht. Läufst du oder schläfst du? Der schläft. Ha. Wir tauschen mal. Der geht jetzt von Verteidigung zu Verteidigung. Näher ran. Junge, beweg dich. Er ist da, das heißt, er läuft weiter. Du dahin und du dahin. Dann können sie gerne mal von da kommen, ist mir egal. Diesen Punkt, diesen Punkt. Los, los, los. Du musst auch laufen. Laufen. Wohl du läufst dahin und ihr lauft dann erstmal hier hin. Oder dahin. Oder wir tauschen hier erstmal. Und die Schwachen nach außen. Die Rebellen greifen unsere Linke an. Da haben wir ja Leute, die gerade marschieren. Das ist gut. So, wir laufen zurück, das heißt, ihr könnt ran und wir haben hier wieder eine Einheit, die wir an die Seite ziehen können. Hier. Ach komm, ich ziehe euch in die Mitte und tausche euch in die Mitte gegen einen aus. Ihr könnt dahin. Kommt, wir versuchen unsere rechte Flanke. Ja, ja. Da sind sie auch schon. Aha, da sind noch mehrere. Da könnte aber die Kavallerie gleich nochmal gut sein. Ah, die sind überall jetzt die Schweine, ne? Ne, bewegt euch mal. Ja, das ist nicht wenig, was da angreift, sehe ich gerade. Nur einmal schießen und abhauen, bitte. Und wieder weg. Fuck, die greifen unsere Kanonen an.
Elefantimauern. Ihr könnt die mal bemannen da, ja. Oh, die Kanonen sind eine Geschichte. Scheiße. Ah, die rennen durch. Ah, ist zu spät. Wo ist meine Kavallerie? Holt sie euch. Oh, unsere Brigaden kommen. Scheiße, das war's mit den Kanonen. Fuck, ey. Na, wir brauchen neue Kanonen, das passt sich schon mal. So, dich packe ich da auch nochmal ins Zentrum. Und ihr kommt, ja, genau wie ich es mir schon gedacht habe, hier bitte hin. Kavallerie. Alle laufen, das ist wichtig. Kommt ihr, die töten da, ganz einfache Kiste. Aber wir brauchen hier Leute. Falls sie doch hier unten angreifen. Schade, dass man hier keine Truppen drauf schicken kann. Ja, jetzt greifen sie von hinten an oder was. So, jetzt kann ich euch hier wieder gebrauchen. Ja, da hat man es wieder gesehen. Kommt her. Und wieder weg. Kavallerie weg. Bleiben. Und Kavallerie, Feuer. Die kommt runter. Jetzt müssen wir mal hier wieder gucken. Dass sie gleich hier wieder wegrennen. Das Drehen dauert jetzt, glaube ich, hoffentlich zu lange. Und wieder weg. Ihr seid zu nah dran. Zurück. Ihr seid zu nah dran. So, hier habe ich noch eine 2000er Einheit. Aber zurückgeschlagen. Das ist gut. Dann habt ihr euch den Feierabend verdient. Komm mal her. Attacke. Kommt nicht hier runter.
Perfekt. Ihr kommt jetzt dahin. Okay, dann greifen wir hier mal wieder an. Laufen. Solange sie laufen, können sie ja weiter schießen. So, Kavallerie dahin. Scheiße, hab natürlich den beschissensten Ort zum Hinlaufen ausgewählt. Ich wollte ihnen nur mal Deckung geben. Attacke! Charge! Damit dieser Punkt hier entspannt. Niedermetzeln. Pause. Es ist da gerade Angriff. Also sind nur 140, die sind gleich tot. Hier. Kanonen sind angekommen. Oh, wo waren die denn überhaupt? Ja, einfach feuern. No, lang und lustig, einfach feuern. War ja nicht sowieso irgendwo ein Munitionswagen in der Nähe? Doch hier. Hier ist noch die 2000er Reserve. Die geht einfach mal hier rein und wird dann die 9. ablösen. Und weiter. Und holt euch den Munitionswagen. Der Kanon hat sich aufgelöst. Hier, Attacke. Na, warum sehe ich die jetzt nicht mehr? Charge! Holt euch, los! Und Pause, da sind noch Einheiten gekommen, ja klar. Wir könnten jetzt auch mal... Nein, nein, nein. Ja, Kanone. Ich wollte jetzt mal hier Kanonen haben. Dann eine kleine Einheit, genau was. Hier nochmal, damit wir die Kavallerie gleich frei haben. Der wird ihn hier ersetzen, der wird noch viel abkriegen. Und die beiden ziehe ich dann erstmal ins Zentrum. Los, holt's euch. Hat aufgegeben? Ne, wer hat denn aufgegeben? Irgendwo hat was aufgegeben. Da hat was aufgegeben. Das ist Netz. Zieh dich zurück. Und den anderen lassen wir mal entkommen. Dann kannst du wieder dahin gehen. Und du bist wieder dahin. Und wir haben ein bisschen Ruhe an der Seite. Kann ich da nämlich zur Not noch Leute abziehen? Da formiert sich was. Da kommt was. Das wird gleich böse an der Seite werden. Oh, da hinten ist was.
Ah, das ist noch hier diese Truppe von vorhin, die überlebt hat. Das ist immer das Doofe. Die rennen irgendwo hin, sind dann wieder okay und dann geht's wieder weiter. Und der läuft nicht richtig. Lauf mal. Okay, haben sie jetzt aufgelöst. Gut. Jetzt haben wir die Kavallerie frei. Ja, ich glaube, der macht jetzt dann Hauptangriff, da wo meine Kanonen sind. Wo ist schon durch? Der läuft immer noch weiter, das gibt's doch nicht. Die Einheiten vom Zentrum bitte hier hin. Eine Einheit muss aber hier bleiben, falls nämlich so eine verfickte Kavallerie einfach angreift. So. Sherman, komm da mal hin. Hier, jagt die mal, die gehen auf den Senkel. Haben wir nicht noch hier irgendwo. Ach so. Den Supply bitte mal hier hin. Und die Kavallerie lassen wir da nicht stehen. Oh, da können wir noch was abgreifen. Oh, die müssen sterben. Greifen die mich an, einfach von hinten an. Bleibt mal lieber hier. Ich ziehe da hin. Nee, du bleibst jetzt doch mal hier. Entschuldigung. Achso, ihr seid beschäftigt. Schade. Hier ist noch eine Kavallerie. Ah, hier ist sie. Super. Weg, du kannst ran. Euch ziehe ich da mal hier hin. Unsere letzten Reserven sind auf dem Schlachtfeld. Sichern Sie die Festung. Ja. Machen wir. Laufen. Laufen. Nee, ups. Ich wollte, dass er läuft. Hier, laufen. Okay, jetzt haben wir hier Truppen. Zu nachgesetzt, welche Einheiten immer hinpacken. So, was ist denn da das Größte einheitenmäßig? Hier. Nee, doch nicht. Dann auf den. So, ist er tot da hinten endlich? Nein, ist er nicht. Attacke. Oh, eine Kanone kriegen wir auch noch. Die setzen wir dann einfach hier hin. Tot oder läuft's noch? Die andere Kavallerie. Nee, das scheint keine reguläre Einheit mehr zu sein. Wunderbar. So, euch ziehe ich ab, euch ziehe ich ran. 800er kann ja noch in der Nähe bleiben. Kann ja diesen Teil der Mauer einnehmen. So, genau. Ihr seid da im Gebäude. Halt, ihr braucht nicht mehr laufen. Wenn die überrannt werden, kriegen sie gleich von denen einen drauf. Der bleibt trotzdem noch vor den Kanonen. So, die Kavallerie bleibt jetzt hinten. Lane bleibt einfach mal da. Oder, nee, Lane bleibt hier. Schützt den Punkt mit dem anderen Mann.
erstmal ran und dich packe ich hier noch so als Backup. Ihmchen. Ja, ich glaube, das sieht doch ganz gut aus. Aber die werden, wir kennen sie doch, kurz vor dem Zeitende werden die noch Generalangriff machen. Definitiv. Oder so ein Hauptangriff nochmal. Im Verzweifelten. Wir haben hier einen Punkt und eine, ja, wir haben Einheiten. Da, wo es wichtig ist. Ich traue mich nicht, hierhin nochmal eine Kanone zu setzen. Naja, ist die dann Geschichte. Aber die könnte auf kurze Distanz natürlich richtig beachtlichen Schaden. Aber guck mal, die machen ja gar nichts hier an Schaden. 50 ist ja. Boah, ist ja hart. Ich versuche jetzt mal eine Kanone da rein zu bewegen. Vielleicht ist es ja toll. Vielleicht ist ja die. Meine Idee ist gerade, wenn sie hier besetzt ist, vielleicht ziehen sie sich dann weiter zurück. Aber ach, ich habe gerade, wenn ich jetzt auf die Zeit gucke, das ist eh gelaufen. Die Kanonen kommen ja niemals an. Ein Hauptangriff wird nicht mehr fortgeführt. Also ich habe wirklich gedacht, dass sie mit mehr angreifen. Sieg! Port Stevens haben wir gehalten. Hatten das Doppelte an Soldaten und nur 1500 Mann Verluste. Also eher gering. Lief gut. Lief doch richtig gut. Ja. Dann machen wir hier auch gleich einen Break. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch gerne ein Like, einen Kommentar da oder ein Abo. Würde mich sehr freuen. Ansonsten haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.